Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich unseres Heimspiels am kommenden Samstag, den 11. Dezember, gegen FC Rot-Weiß Koblenz. Anstoß im Waldstadion ist um 14 Uhr. Zu den Zutrittsregeln: am Samstag gilt 2G, geimpft oder genesen. In der VIP-Lounge, im VIP-Bereich, Dr. Theis Lounge und Steit und Klause gilt 2G+, das bedeutet inklusive Test. Auf dem Gelände des Waldstadions ist auch wieder Maskenpflicht, gilt nicht auf Steh- und Sitzplätzen, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Ja, bei mir wie immer unser Trainer Timo Wenzel und von Seiten der Spieler Jonas Scholz. Jonas, wir fangen mit dir an. In den vergangenen Wochen gab es viel Lob für die Defensivarbeit. Ihr seid deutlich stabiler, auch weniger Gegentore. Wie kam es dazu? Welche Änderungen habt ihr durchgeführt oder ist es einfach besseres Zusammenspiel? Also ich glaube, großartig haben wir nicht viel geändert. Wir haben uns einfach jetzt hinten auch eingespielt. Wir vertrauen uns aneinander und machen das richtig gut. Und ich glaube, das ist auch, ja, wenn man jetzt in der Erfolgsspur ist und viele Punkte geholt hat in den letzten Spielen, dann hat man natürlich auch viel mehr Selbstvertrauen. Und dann ist, glaube ich, der logische Schluss, dass man dann auch hinten sicherer steht, abgeklärter ist und weniger Gegentore bekommt. Dann vielleicht noch eine Nachfrage zum Gegner zu Rot-Weiß Koblenz. Im Hinspiel gab es eine böse Niederlage. Spielt das in euren Köpfen noch eine Rolle? Klar wissen wir alle, wie das Hinspiel gelaufen ist. Und ich glaube, dass es aber mittlerweile abgehakt ist in jeden unserer Köpfe. Und jetzt gibt es ein Rückspiel und da wollen wir natürlich ein anderes Ergebnis erzielen als im Hinspiel. Danke dir, Jonas, bis hierhin. Und kommen wir zu dir, Timo. Wie immer die Frage nach dem Personal. Was steht dir am Samstag zur Verfügung? Und einen kurzen Ausblick auf den Gegner. Personal ist alles beim Alten. Sali, wie gesagt, ist krank. Dann Ivan Sachanenko hat mit der Mannschaft ein bisschen gelaufen. Bei ihm sieht es relativ gut aus, das Knie hält. Und das Positivste ist, dass Patrick Lienhardt und auch Thomas Kössweiner mit der Mannschaft zum Teil schon trainiert hat, eine gewisse Passfolge schon mitgemacht hat, aber alles dosiert mit einem Tempo. Und das ist sehr, sehr erfreulich. Bei Philipp Hoffmann ist es noch so, dass wir da noch warten müssen. Da hat er diese Woche ein MRT gehabt. Das sah einigermaßen ordentlich aus, aber noch nicht so, wie wir es eigentlich wollen. Aber deswegen hat er auf jeden Fall noch die Zeit, sich da wirklich vollst zu regenerieren. Zu Koblenz. Wir wissen alle, was das für ein Hinspiel war. Wir wissen auch, dass wir letztes Jahr in der Saison auch gegen Koblenz uns zu Hause wirklich schwer getan haben, haben aber trotzdem zu Hause gewonnen. Das ist ein sehr ekliger Gegner, also nicht eklig, weil Koblenz eklig ist oder was weiß ich, sondern eklig meine ich mit der Spielweise, sehr aggressiv, sehr hohe Laufbereitschaft. Und von daher müssen wir uns darauf einstellen. Wir wissen, wie Koblenz spielt, manchmal auch so ein bisschen. Ja, man kann manchmal nicht so viel erkennen, weil sie viel, viel auch wechseln, beziehungsweise auch vieles Positionsspiel dann auch wechseln. Deswegen müssen wir unsere Stärken weiterhin zeigen, zu Hause, letztes Spiel vor unseren Fans, vor dem Jahreswechsel. Und da glaube ich, dass meine Mannschaft diese Gier hat, am Wochenende zu gewinnen und den nächsten Dreier einzufahren. Danke dir, Timo. Und eure Fragen bitte. Ich komme nochmal auf die Geschichte mit Hoffmann zurück. Da hieß es zunächst einmal, das wäre ein Leistenanbruch, das wird nicht lang dauern, das ist allerdings jetzt schon über 2 Monate her. Hat sich nachher herausgestellt, dass es doch ein bisschen mehr war als ein Leistenanbruch. Also ich weiß nicht, ob das ein Anbruch war, ich weiß, dass es ein Bruch war. Also das hat man, glaube ich, schon von Anfang an gesagt, dass er einen Leistenbruch hatte und mit dem anscheinend auch 3 bis 4 Wochen gespielt hat. Und dann musste er operiert werden und deswegen, manchmal ist man schneller fit, manchmal dauert es ein bisschen länger, was auch die Wundheilung anbelangt. Und von daher ist es halt jetzt so. Wir sagen aber jetzt auch nicht unseren Ärzten oder unseren Physiotherapeuten, der muss nächste Woche da sein, sondern die Jungs sind da in oder
Philipp ist da in den besten Händen und von daher kann ich dazu ganz viel sagen. Komme ich mal auf Ihre Vertragsverlängerung zurück von am Dienstag. Was waren denn die Hauptgründe, beziehungsweise was Sie haben ja verlängert mit gewissen Perspektiven, die man Ihnen auch dann vom Verein her zugesagt hat? Wie sieht denn das aus, das Sportliche für die nächsten ein, zwei Jahre, weshalb Sie dann auch verlängert haben? Was war denn da das Ziel? Also erstmal habe ich verlängert, weil ich mich unheimlich wohlfühle, weil ich glaube, der Verein und ich persönlich, glaube ich, sehr gut zusammenpassen. Mit meiner Art, wir haben, glaube ich, ein sehr gutes, homogenes Miteinander, auch was mit der Mannschaft anbelangt, was das Training anbelangt. Und ich weiß, dass man hier was entwickeln kann. Ich weiß, dass man auch im Fußball diese Zeit nicht bekommt. Aber ich glaube schon, dass wir seit März so zusammenarbeiten, dass man ganz klar sieht, wo die Tendenz hingeht. Wenn ich sehe, wie die Jungs in den letzten Wochen, zum Teil auch Monate Fußball spielen, dann ist es schon so, dass ich sage, das sieht schon so danach aus, wie ich spielen will. Das geht auch nicht von heute auf morgen, das ist klar, aber bis jetzt spielen wir, glaube ich, eine sehr gute Vorrunde, beziehungsweise jetzt Rückrunde. Und von daher habe ich das Vertrauen des Vereins bekommen, das ich natürlich auch in den letzten Wochen, Monaten auch immer wieder zurückgegeben habe. Und von daher ist der Verein an mich herangetreten, wir haben uns unterhalten und wir haben das innerhalb von 10, 14 Tagen haben wir das besprochen, durchbesprochen. Und was die sportliche Sache anbelangt für die neue Saison, will ich gar nichts jetzt sagen, weil wir jetzt noch einiges vorhaben in diesem Jahr, beziehungsweise im nächsten Jahr, in den letzten Spielen bis Mai. Und von daher gilt es, alles daran zu setzen, eine gute Rückrunde zu spielen. Aber ja. Man geht ja in Verhandlungen und will auch mal wissen, wie geht es denn über die Saison hinaus weiter, vom finanziellen her, vom Potenzial her. Und wenn der Verein dann sagen würde, wir haben nur noch viel weniger Geld und dann, oder hat das keine Rolle gespielt? Ja, wenn der Verein sagt, dass wenig Geld da ist, dann... haben die sportlichen Perspektiven nicht so sehr eine Rolle gespielt für die ein, zwei Jahre hinaus, sondern erst einmal, dass man weiter was aufbaut, wie Sie ja auch schon betont haben. Also ich bin kein Mensch, der auf Sicherheit geht. Dass ich sage, ich will jetzt einen 3-Jahres-Vertrag oder 2 Jahre. Sie haben gesagt, machen wir ein, machen wir zwei. Ja. Der Verein hat seine Sache mir mitgeteilt. Ich habe dem Verein meine Sachen mitgeteilt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen jetzt in den 2 Jahren was auf oder in den 2,5 Jahren. Ich finde, dass wir es jetzt schon sehr gut machen und dass wir das dann einfach für die neue Saison einfach dann optimieren, dass wir den Kern zusammenhalten wollen, ja, gewisse Spieler. Und der Trainer hat den Anfang gemacht und alles andere wird folgen und dann wird man sehen, was nächstes Jahr dann auf dem Parkett steht. Aber das, ich schaue jetzt nicht, was nächstes Jahr ist. Wir machen das alles intern. Wir schauen nach Spieler, wer zur Verfügung ist. Junge Spieler, hungrige Spieler, dann auch vielleicht ältere Spieler, die ein gewisses Gerüst bilden können. Und ich glaube, das sind wir wissen schon, was wir tun. Gut, das glaube ich auch. Dem Verein und Ihnen. Trotzdem hat man doch sich überlegt, gibt es die Option, noch weiter nach oben zu kommen, um eventuell in ein, zwei Jahren wirklich mal effektiv ganz ernsthaft in die dritte Liga zu spielen? Oder ist man noch nicht so weit? Weil man erstmal die Grundlage von Ihrem Vertrag, der Patrick Dürrig hat mir auch die Woche gesagt, ja, ob ich verlängere, da muss ich jetzt mal gucken, wie es mit dem Trainer aussieht. Jetzt hat er da auch eine Gewissheit, dass er jetzt erst einmal im Januar, Februar mit, nehme ich an, da werden die Gespräche auch schon laufen für die nächste Saison. Oder liege ich da verkehrt? Also wenn wir jetzt sagen, die ersten 5 Spiele, ich habe gesagt, realistisches Ziel ist, unter die ersten 5 zu kommen dieses Jahr. Das ist ja machbar. Das ist machbar, aber wenn man nach 5 Spieltagen letzter ist, dann hat wahrscheinlich keiner mehr geglaubt, dass wir unter die ersten 5 kommen. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was nächstes Jahr ist, ob wir unter die ersten 3 sind. Wir wollen dieses Jahr unser Ziel erreichen, das ist unter die ersten 5. Und wir fahren mit diesem Ziel, glaube ich, ganz gut. Es ist einfach realistisch. Es ist momentan, glaube ich, nicht realistisch zu sagen, wir wollen noch aufsteigen. Ja. Innerlich sieht es vielleicht anders aus, aber wir fahren mit dieser Schiene sehr, sehr gut und ich will auch den Jungs keinen Druck geben. Wir haben zwar Woche für Woche angesichts ein bisschen Druck, weil wir die Spiele gewinnen wollen, aber ich glaube, dass die Jungs sehr befreit sind, dass die Jungs Vertrauen haben und wie es Scholle schon gesagt hat,
da einfach was zusammenwächst, wo das Vertrauen wieder da ist oder noch mehr, wie es vorher war. Und dass gewisse Abläufe einfach auch funktionieren, die wir auch im Training trainieren. Und das ist positiv und jeder, der mich kennt, weiß, dass wir auch in der Zeit, wo wir nicht so gut gespielt haben, wir dann jeden Tag draufgehauen haben und auch wenn es super läuft, dass wir sagen, boah, super und im Erfolg machst du die größten Fehler und deswegen. Das heißt also, um sich weiter zu äußern zu sportlichen Zielen für die nächste Saison oder weiter zu, muss man erst einmal die Hausaufgaben an dem sehen, welche Spieler habe ich überhaupt. Ja, und auch wie die Saison läuft. Also, wenn die Saison jetzt nochmal ganz schlecht läuft und wir verlieren jetzt die nächsten 10 Spiele, das wird nicht der Fall sein, aber dann heißt es auch wieder, okay. Aber ansonsten, wir haben einen gewissen Ablauf, wir planen für die Rückrunde, was auch Trainingslager anbelangt und alles. Wir arbeiten da im Hintergrund. Wir werden am Samstag 14 Uhr gemessen und das ist unser Job. Komme ich mal aufs Kurzfristige. Sie haben eben gesagt, Sie planen jetzt ein Trainingslager. Stehen da jetzt die Geschichten jetzt fest? Wann ins Trainingslager, wohin? Nö, Planung. Das ist noch nicht Planung. Noch nicht definitiv. Ja, nein. Schauen wir mal. Aber es sieht sehr gut aus. Ich meine, in der nächsten Woche, glaube ich, hat der Raphael gesagt, Mitte Dezember müsste man das schon mal festlegen, weil es dann ein bisschen zu spät dazu ist. Ja, wir müssen uns da schnellstmöglich dann entscheiden, weil wir das Ding dann auch buchen müssen. Aber es sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus. Kann man schon sagen, wann es weitergeht nach der Winterpause? Nein, das kommt auf, wie wir die nächsten 2 Spiele spielen. Achso, das heißt, also, man fährt es auch nächste Woche noch, bevor wir am 7., 8., 10. anfangen. Wenn ich jetzt was sage, die Jungs wissen es noch nicht, deswegen. Ja, gut, werden wir das dann schon zu einer bestimmten Zeit sagen, wann wir das. Es geht dann und dann weiter. Und nur die Öffentlichkeit weiß noch nicht. Aber es ist noch nicht der Das bekommst du. Gut, warte mal ab. Nächste Woche frage ich noch mal. Schade, tut mir leid, war zu viel heute. Alles gut. Ja, vielleicht an den Jonas doch nochmal die Frage. Also das Hinspiel gegen Koblenz spielt gar keine Rolle mehr im Team. So, Nee, also ist jetzt auch schon eine Weile her und ich glaube, dass wir aus den Fehlern gelernt haben, was wir in dem Spiel gemacht haben. Und ich glaube, dass wir einfach jetzt Samstag mal abwarten, wie es da ausgeht und dann können wir nochmal drüber sprechen. Aber natürlich, klar, am Anfang der Saison lief es nicht gut. Nicht nur das Spiel, sondern auch nur andere Spiele, aber das darf keine Rolle mehr spielen. Wenn ich da mal nachhaken darf, Jonas, es muss doch jetzt wirklich der Ehrgeiz sein, nicht nur wegen dem 0-4 im Hinspiel, sondern auch jetzt den positiven Schwung da der letzten Wochen und den Sieg in Ulm jetzt gegen Koblenz, was keine leichte Aufgabe ist. Die haben jetzt letztes Mal. Dann haben wir jetzt auch 4-1 gewonnen und dann noch, glaube ich, schon dann noch 4-0 gegen Kassel gewonnen. Ja, wir wissen, was auf uns zukommt. Koblenz ist ein sehr ekliger Gegner, die sehr, sehr viel laufen und viel kämpfen. Und da müssen wir einfach dagegen halten und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Ja, vielleicht noch die Frage an den Timo, wenn man jetzt die Mannschaft vergleicht, die damals 0-4 in Koblenz verloren hat, mit der von heute, was hat sich denn da. Was sind denn da die Unterschiede? Das ist konkret. Was ist da deutlich besser geworden in der Zwischenzeit? Oder war es war ja ein schwacher Start insgesamt, kann man ja vielleicht auch den Stadion ausbauen. Ich glaube, dass der große Punkt war, dass wir damals gedacht haben, dass es jede Woche irgendwie funktioniert. Wir haben eine gute Rückrunde gespielt letztes Jahr, haben, glaube ich, von 16 Spielen 2 verloren. Und dann, glaube ich, war das erste Spiel in Offenbach, wo wir unglücklich verloren haben, dann zu Hause Ulm 3-3. Und dann, glaube ich, war das dritte Spiel, dann klar, war Koblenz. Dann hat sich Patrick Lehnert verletzt, einen Tag vorher. Das war, glaube ich, echt ein Riesenschock. Das muss ich erwähnen, weil es einfach so war. Wenn der Kapitän wegbricht, dann ist für jeden Spieler, glaube ich, und auch für das Trainerteam, wo wir sagen, oh, das können wir kompensieren. Ja, aber das ist einfach ein Tag vor dem Spiel gewesen. Und ich glaube, das war auch noch im Kopf. Und dann kriegst du in der zweiten Minute das 1-0, dann kriegst du in der vierten Minute das 2-0 und dann in Koblenz kommst du eigentlich nach so einem 2-0 nicht mehr zurück. Und ich glaube aber so, dass wir dann wirklich dann irgendwann mal den Schalter umgelegt haben und gewusst haben, okay, wir müssen am Wochenende, jedes Wochenende, egal gegen wen es geht, irgendwie ans Limit gehen. Das haben wir den Spielern auch wirklich gesagt und wo wir auch mal vielleicht ein bisschen weniger gesprochen haben mit den Jungs, wo wir ein bisschen auf Distanz gegangen sind. Aber das Positive ist immer nur, dass wir aus so einer Situation wieder rausgekommen sind und positiv rausgekommen sind. Und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, dass
wir mit so einer Situation umgehen konnten, alle im Verein, dass wir ruhig geblieben sind. Und ich habe auch nicht gewusst, war das mein letztes Spiel oder keine Ahnung. Also es war sehr, sehr deprimierend. Aber wir sind ruhig geblieben, wir haben weiterhin gearbeitet, wir haben weiterhin an uns geglaubt. Und dann hat es die Mannschaft super umgesetzt und jetzt sieht man ja Woche für Woche, dass wir alles abrufen und dann auch meistens gute Ergebnisse erzielen. Ja, vielleicht nur gerade wegen des Spiels vom Mittwoch. Wie registriert man so einen 4-1-Erfolg dann vom kommenden Gegner bei einer Mannschaft, wo man sich selber vielleicht auch ein bisschen schwer getan hat oder wo man weiß, dass es schwierig ist zu gewinnen? Ja, also 4-1 hätte ich jetzt nicht getippt, wenn man tippen darf. Also ich tippe sowieso nicht, aber wir durften ja auch nicht. Von daher war das schon ein Ergebnis, wo ich gesagt habe, wow. Aber Asbach, ja, verschießt halt auch einen Elfmeter beim Stand von 0-0, dann läuft das Spiel vielleicht dann auch komplett anders, deswegen ist der Fußball. Aber wir lassen uns jetzt nicht blenden, wir wissen, was wir können, wir wissen, was auf uns zukommt. Und die Jungs werden am Samstag um 14 Uhr alles dafür tun, dass wir am Samstag gewinnen werden. Dann ist Groß Asbach auch so gegangen mit dem FC Homburg und innerhalb von 5 Minuten haben die 3 Tore geschossen. Gut, und dass der Gegner am Mittwoch dann noch gespielt hat, ist aber dann auch nicht unbedingt als Vorteil zu sehen. Die Mannschaft ist sehr laufstark. Das wird denen nichts. Die werden am Samstag genauso fit sein um 14 Uhr, wie wenn sie nicht gespielt hätten. Von daher, das sind alles nur Floskeln. Wenn man unter der Woche gespielt hat, wenn ich die Nationalspieler sehe, die spielen im Jahr 60 Spiele, da ist keiner am Mittwoch irgendwie, müde oder am Samstag. Von daher. Und darf ich noch an die Torwartfrage, ist die schon geklärt? Dann, für mich wahrscheinlich schon, aber ich habe es noch nicht gesagt. Okay, ich sage es jetzt auch nicht, weil wieder nichts. Lass uns überraschen. Gut, wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, bedanke ich mich recht herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns am Samstag zahlreich im Waldstadion zum letzten Spiel des Jahres hier zu Hause vor eigenem Publikum. Ich wünsche euch eine gute Heimreise und würde sagen, bis Samstag. Dankeschön.